Hallo Freunde, Spielkultur, Entschuldigung, ich habe vorhin einmal so richtig abgehustet und ich glaube, meine Stimme hat Schaden genommen. Nein. Jedenfalls, wir sind zurück bei Totwortila auf sehr schwer beim Der letzte Römer, wo ich sagen muss, sehr schön, es läuft. So, unser Statthalter, den können wir auch weiter ausbauen. Tut mir leid, wegen noch ein bisschen räusper. Nordafrika gehört uns gesamt. Wir sind nach Sardinien über raufgebrochen. Machen jetzt die Sarden platt da vor Ort. Ich hoffe mal, die haben nur diese drei Städte, weil danach können wir mal nach Spanien rüberziehen und können anfangen, die Westgoten zu vernichten. Die Ostgoten anzugreifen wäre gerade ein bisschen unpraktisch, weil diese Beo-Langbogen, Langobarden. Wir kommen mit Stärke zu euch, um Worte der Stärke. Ja, aufgetaucht sind und das, die werden wahrscheinlich Italien gerade plündern. Da sind sie, die Langobarden. Noch ein unehelicher Sohn. Meine Herrschaften sind da wieder gut am Vögeln. So, was ich noch weiß von der letzten Aufnahmesession, ist, wir haben auf jeden Fall irgendwo zwei brachliegende Felder. Genau, hier wollte ich, glaube ich, sanitäre Anlagen bauen. Weil wir haben nämlich hier einen Bedarf an sanitären Anlagen, weil die Sauberkeit zu weit runtergeht. Und wir haben noch einen zweiten Fall gemacht. Das war, glaube ich, ein Hauptgebäude. Wo ist es? Genau, hier. Da wollte ich ein weiteres Forum bauen. Da können wir lieber einen Weinhändler oder sowas dann hinsetzen. So, und der Priester ist unterwegs in ein Gebiet, wo unsere Religion nicht so stark verbreitet ist. Nach hier hinten zum Bleistift. Ich überlege gerade, die zu reißen. Machen wir erstmal sanitäre Anlagen höher. Für den Stamm! Nehmen wir die beiden mit, dann können wir nachher die Verstärkung unten reinmachen. Wo haben wir Einheiten rekrutiert? Achso, wir haben unsere Armee auf Sardinien verändert. Ich erwarte eure Befehle. Schicken wir mal unseren Tonerben runter. Das macht nichts, belager die Stadt erstmal. Für den Stamm. Dann können wir unsere anderen Leute auch nachher noch holen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Dann können wir nämlich die Sarden mit einem Schlag komplett auslöschen. So, Werkstätten, da machen wir einen Juwelier rein, weil wir müssen den bauen. Das ist eine unserer Zielsetzungen. Jetzt haben wir noch 1943 an Kapital übrig. Wir sollten vielleicht dann hier bei Tingis nächste Runde auch mal den Ausbau hier voranbringen. Damit wir einen vernünftigen Platz haben, von dem wir eine Armee nach Norden schicken können. Achso, die haben hier auch ein Militärpier drin. Hier hat der plus 4. Nehme ich mal mit. So. Gehen wir nach hier oben. Dann können wir nämlich, glaube ich, die große Schlacht direkt machen können. Ich muss übrigens sagen, bis jetzt habe ich das Gefühl, die Performance ist etwas besser in der Windows 10. Kann aber ein reiner Trugschluss sein. Ich weiß, dass Benchmarks eigentlich total gleich sind. Das kommt also nur daher, dass, ja, man kriegt halt das Gefühl, es wäre besser, weil das Windows da installiert ist. So sehe ich das. Aber das werden wir jetzt in der Schlacht definitiv sehen, weil ich habe eine große Armee von 3000 Soldaten mindestens gegen die Waffenbrüder der Sarden, plus der König von denen ist auch da drin, der Anführer. Und mein Sohn wird Ehre bringen, beziehungsweise mein Thronfolger. Bei Regen will ich nicht angreifen.
So, schöner, trockener, sonniger Tag. So, meine anderen Truppen kommen dann von Süden. Das finde ich schon mal ganz gut. Wir werden mit den beiden Onagern die beiden Türme einreißen. Obwohl, die können ruhig zusammen sitzen, die Hunde. Die Range ist echt gut von denen. Setzt Geschosseinheiten weiter ein, indem ihr ihre Ziele von hinten oder rechts angreift, wo sie nicht durch Schilde und Rüstungen geschützt sind. Sobald der Feind... Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Mein General mit rüber zu ziehen. Ist aber nicht so schlimm, den ziehen wir mal nach ganz hinten da. Genau, so. Macht mal die Brandgeschosse. Da ist nämlich der erste schon kaputt gegangen. Aladische Speerkämpfer! Bereit! Kampfbereit! Für den Erlöser! Na komm, spannt eure Bögen und dann zeigt denen, was Sache ist. Schickt die Hunde los. Kampfbereit und willig. Weil er kommt nämlich raus und das ist nämlich Kacke für mich gerade. Weil ich so viele Reiter nur hier vorne hab. Muss es irgendwie schaffen, meine Einheiten zu schützen. Was haben die? Angriff für den Kavallerie, verfügt über Geschosswaffen. Sehr hohe Gesundheit. Dann nimm mal die Flammenpfeile. Du kannst da in die Mitte. Die zwei können wir so reinschicken. Die anderen beiden... Beziehungsweise der Rest kann erstmal warten. Ach, sehr schön. Die Hunde, die gehen da richtig schön rein. Unser Hinterhalt wurde entdeckt. So, mach dich. Da kommt die nächste Salve. Oh, wir haben gleich den General von dem schon erledigt. Und die Hunde zerfleischen die alle hier vorne. Die Kavallerie dient im Moment nur als Block. So, kommen da langsam die anderen Reiter. Wir brauchen euch nämlich. Rüber, rüber, rüber. In der Mitte verlieren wir übrigens an Boden. Rennt mal ein Stück zurück.
Da ist schon okay. Bitte wieder normale Falle benutzen. Oh, wir haben den General mit reingeschickt von denen, ne? Von uns. Feindliche Einheiten haben sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. Aber es sieht gut aus mit dem General. Hoch, hoch, hoch. Stell dich breiter auf. Oh, so eine Scheiße, haben wir denn nicht noch mehr Reiter irgendwo? So, geht er von der Seite her rein. Ich weiß, wir haben die feindliche Siedlung auch in Brand gesteckt extra. Genau, schick mal den General von der anderen Seite noch ran. Da, ihr müsst die fokussieren. Komm, nimm die Speere auseinander. Jetzt die anderen Speere. Los, 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 los! Da war noch Kavallerie hinten versteckt. Der feindliche General ist tot. Das ist gut. Distanziert euch ein bisschen zu dem. Geh in den Rhein, geh in den Rhein. Komm, Feuer frei. Feuer frei auf die. Ich habe mich nur mal eben kurz nochmal gesammelt mit meinen Leuten. Um ein bisschen über... So, ihr könnt in den Rücken von denen. Der Rest geht auch hier weiter. Los, vorwärts, 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 vorwärts. Die haben noch keine Eier mehr. Die sind so gut wie erledigt. Und noch kann ich den General wegziehen. Und laufen um ihr Leben. Careful, careful. Greift lieber die hinteren an. Nicht die vorderen alle. Durch und die da hinten töten. So, mit den Reitern gehen wir jetzt über die Flanke. Unsere Streitkräfte haben Mut gefasst. Zurück in den Kampf. Die auch einfach hoch. Los, 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 los. Jetzt zurück, ihr müsst bei denen in den Nacken rein. Ihr könnt hier oben die ärgern. Ihr da rein. Und ihr hier rein, dann haben wir die gesandwiched erstmal. Und hier von oben kriegen wir den Rest. Der General gibt dir nochmal ein bisschen Support. Ihr könnt alle euren Beschuss einstellen. Mit diesem Feld können Befehle abgebrochen oder ausgewählte Einheiten und Schiffe angehalten werden. Dies ist schneller, als ihnen einen neuen Befehl zu erteilen. Ich glaube, das hier oben sollten jetzt die letzten sein. Ah nee, von rechts kommen noch welche. Da sind noch ein paar mit dem Schiff gelandet. Das ist auch nicht das Problem. Da können meine Axtkämpfer noch ein bisschen Spaß haben mit denen.
Ran da, zerfleischt ihr einfach. Krieger bereit! Alarische Speerkämpfer! So, bei dem müssen wir aufpassen. Wo sind denn unsere beiden neuen Katapulte? Ah, bis die da sind, vergeht ja eh noch eine Jahreszeit. Komm, volle Salve. Stoppen, nicht mehr feuern. Da unten haben sie es schon ganz auseinandergenommen. Und da fliehen sie. Das war's mit den sardischen Truppen. So können wir in die Geschichtsbücher reingehen. Ein glorreicher Sieg wird bald schon euer sein. Wir müssen ja auch nichts töten, weil wir Verteidigungsschlacht. Wir haben auch geblutet. Vor allem unsere Hunde. Also die erste Armee hat ganz schön kassiert. Aber es macht nichts. Söldner gestorben, germanische Reiter einer gestorben. Insgesamt ist es doch echt gut gelaufen. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Ich fand die echt gut, die germanischen Bogenschützen. Die haben natürlich weniger Geschossschaden, aber die haben echt eine super Range, oder? Das war echt beachtlich, was da auch für Pfeilhagel geflogen sind teilweise. Komm, wir nehmen noch einen Onager mit rein. Den können wir schon so ein bisschen in Richtung von da oben schicken. Gepriesen sei der Vater. Meine Flotte kann mit mir als Kapitän da erstmal noch bleiben. Bereit. Viel immer. Gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch... Gib. Nach und nach stabilisiert sich alles. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Für solche Schlachten spielt man das Spiel eigentlich, oder? So richtig fette Armeen stoßen aufeinander und dann BÄM! Man denkt nur, ach, geil. Aber wie leichtfertig wir die Leben wegschmeißen unserer Soldaten. Obwohl ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, sagen wir mal, wir hätten wirklich einen Kampf, also eines Führers. Weil es wird ja immer dargestellt, wie bei den Navy Seals oder sowas in irgendwelchen US-Propagandafilmen, wir lassen niemanden zurück. Aber generell ist es aus der taktischen Sicht, gibt es Situationen, wo man Leute zurücklassen muss. Bereit zum Kampf. Oh mein Gott, eine Seuche im Römischen Reich? Ein Stopp des Handels mit infizierten Nationen. Ja, tut mir leid. Lasst mich euch zuhören, aber vergeudet nicht meine Zeit mit leeren Worten. Ich beende das Handelsabkommen in der Hoffnung, dass wir nicht infiziert werden. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für den Sturm! Ich schaffe es bis zur Stadt. Nee, doch nicht. Ein Stück fehlt. Egal. So, was gibt's als Söldner? Was anderes werde ich nicht kriegen, aber wir können dann wenigstens die Armee voll auffüllen. So, dich schicken wir zurück. Nicht ins Wasser, bitte. Wir verlieren natürlich jetzt richtig Kohle bei den Einnahmen, aber scheiß drauf, ey. Besser, als wenn wir nachher die Pest bei uns drin haben.
oder welche solche auch immer gerade in Italien umgeht. Starke Verbesserung der sanitären Anlagen. Das fängt hier schon gut an, weil hier können wir es nämlich nicht machen. Weil wir keine sanitären Anlagen haben. Ach, scheiße. Da haben wir schon die Pest drin. So, wann nehmen wir den mal unten zu den anderen sanitären Anlagen? Ich versuche jetzt mal zu schauen. Hier sind wir die sanitären Anlagen schon am Verbessern. Genau wie die Zisterne. Wie sieht es hier aus? Sanitäre Anlagen minus 3. Also müssen wir beide Brunnenanlagen hier verbessern, um da ein Plus zu kriegen. So, Olivengarten wird ausgebaut. Jetzt haben wir noch 1800. Ich glaube, damit können wir nichts mehr anfangen. Den können wir gerade auch nicht mehr umwandeln. Und da fehlt uns ja noch die Technologie für. Können meine Priester nicht einfach alle heilen? Könnt einfach hinstellen und sagen, ich heile euch im Namen Gottes. Dann sagen die, yeah. Gott ist mit uns. Bereit zum Kampf. Hervorragend Moral. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben. Wir brauchen gute Kämpfe. Da müssten wir nochmal drüber reden, ob das es da nicht bessere Möglichkeiten gibt. Wie kann ich euch helfen? Naja, du bist nicht fit. Macht nichts. Der bleibt da oben erstmal stehen. Die hauen jetzt gleich alle da oben ab, bestimmt. Hauen die ab wie Franzosen. Dann gehören die Inseln uns. Gepriesen sei der Vater! Wie kann ich euch helfen? Ohne Kack, der hat sogar geschafft, noch ein bisschen Armee aufzubauen. Na, wir versuchen erstmal, den zu täuschen und zu manipulieren. Haben wir nicht geschafft. Passt schon. Jetzt machen wir eben kurz die Umwandlung noch von den Siedlungsdingern, wo wir es brauchen. Ach ne, hier haben wir auch das Problem der Verarmung. Setzen wir den eben noch um. Na, das ist das Problem. Hier ist natürlich Pferdezucht plus 3. Und das ist super. Das ist echt genial, was die für eine Kohle da rausholen können aus dem Ding. Ich weiß, könnten wir ausbauen, machen wir jetzt nicht. Der braucht noch eine Runde, um die Reiter auszuheben. Der bleibt noch stehen. Jetzt können wir noch ihn hier hochziehen. Dann nutzen wir ihn mit für den Angriff auf die Sarden. Gibt es nichts weiteres? Na, ich will die andere Armee anklicken. Ich erwarte eure Befehle. Bewegt jetzt muss er nah genug sein. Sie sollen vor uns gut, dann können wir die nämlich einfach abschlachten.
und kriegen das noch in die Folge rein, dass wir die Sarden erledigt haben. Sehr schön. Damit ist einer unserer Feinde für immer ausgelöscht. Unsere Flotte ist auch wieder fit. Krieger! Ich sehne mich nach einem Kampf. Forschung haben wir abgeschlossen. Das war lokaler Adel, ne? Widerstand gegen Besatzer erhöhen. Handelshafen, größer Fischereihafen. Das ist eine Verbesserung vom Weinhändler und das große Theater werden möglich. Und hier oben haben wir Königliche Münzstätte, Ledermanufaktur, Goldschmiedemeister. Bereit zum Kampf. Macht nichts, alles gut. Hier ist nur minus 9, weil der durch die Eroberung ist er einmal auf minus 20 gerutscht. Dann können wir ihn ein bisschen weiterziehen. Er hat gleich auch die richtige Provinz erreicht. Und da dauert es die Runde. Aber wir sind am Ende unserer Zeit und wachen nächstes Mal weiter, wenn es wieder als Let's Play Total War Attila, das DLC, der letzte Römer, wo wir als Vandalen unterwegs sind. So, da haben wir unseren Juwelier auch fertig gebaut jetzt. Und in dem Sinne, tschö Leute, bis dann, euer Doc.